Große 3D-Kinoshow auf dem Stand von Subaru. Mit aufwendigen Animationen wird die Premiere des neuesten Modells der Japaner eingeläutet. Subaru stellt die mittlerweile vierte Generation des Impreza vor. Der Wagen wurde zum Generationswechsel komplett überarbeitet. Äußerlich heben ihn markantere Linien in der Formgebung von seinem Vorgänger ab. Angetrieben wird der neue Impreza in den USA von einem 2,0 Liter großen Boxermotor, der 110 PS leistet. Wahlweise mit Automatik oder manueller Fünfgangschaltung. Allradantrieb gibt's wie immer sowieso. Mitte Januar 2012 will Subaru den Impreza in Deutschland auf den Markt bringen. In den USA wird das Kompaktklasse-Modell als 4- und 5-Türer schon vorher angeboten. Ein Diesel steht auch schon in Aussicht. Außerdem auf dem Stand, ein Jahr nach seiner Premiere hier in New York, stellt Subaru nochmals die Impreza STI-Limousine zur Schau. Unter der Haube schlummert hier ein 305 PS starker Vierzylinder.